Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zum nordischen Reich von, ja, Hearts of Iron 4. Wir machen uns hier gerade eben bereit, die Invasion der USA einzuleiten. Und ich sag's mal so, leicht wird's nicht. Aber das hat ja auch keiner behauptet. Ich glaube, dass ich hier gar keine Truppen mehr brauche, die hier versuchen, irgendwelche Anlandungsaktionen zu verhindern. Deswegen möchte ich ganz, ganz gerne, dass hier aus denen hier ganz reguläre Soldaten machen und ich konsolidiere sie. Zack. Das ist der Plan. Denn ich brauche sie hier oben nicht mehr, um meine Ländereien zu verteidigen. So einfach ist das. So, sammelt euch hier. Und nach wie vor habt ihr diesen Konsolidierungsbefehl. Und dann werdet ihr jetzt hart hochtrainiert. Diese Geräusche sind verstörend. So, wir haben die Panzer verbessert. Wir können also jetzt demnächst anfangen. Oder was heißt, wir können demnächst anfangen? Wir können jetzt anfangen, unseren ersten Panzer zu designen. Weiterentwickeltes Panzerdesign. So sieht das aus, Freunde. Natürlich nehmen wir dafür schon mal die geschweißte Panzerung. Na, plus 40% Panzerung. Den benzinelektrischen Motor. Es gibt Dieselmotoren, wie ihr seht. Benzinmotor. Was nehmen wir da? Drehgestell, Schachtellaufwerk. Ey, da muss man jetzt echt mal gucken, was das bringt. Durchbruch ist auf jeden Fall im Schachtellaufwerk auf jeden Fall besser. Das ist wohl das Beste, was es da in dem Zusammenhang gibt. Bei den Türmen, da nehmen wir einen mittleren Turm. Ein Dreimann-Turm bringt deutlich mehr Durchbruch. Dann nehme ich den Dreimann-Turm. Als Geschütz. Flammenwerfer. Eine mittlere Bewaffnung. Verbesserte mittlere Haubitze. Dann gibt es noch ein Funkgerät als Spezialmodul. Dann können wir als weitere Spezialmodule zusätzliche Maschinengewehre mit reinnehmen. Planierschild. Ermöglicht es dem Fahrzeug im Feldeinsatz ohne die Unterstützung von Pionieren schnell eine Kampfposition zu erhalten. Zu errichten. Cool. Wassergeschütztes Munitionslager. Erhöht die Zuverlässigkeit. Ey, das ist es mir wert. Nebelwerfer. Verbessert die Verteidigung und den Durchbruch. Das zusätzliche Munitionslager ist aber noch besser. Ladeautomatik verbessert aber noch mehr den Durchbruch. Panzerschürzen ist auch ziemlich stark. Nehmen die Ladeautomatik. Ja, das wäre jetzt hier unser Panzer, Freunde. Das ist er. So sieht er aus, unser weiterentwickelter Panzer. Den nehmen wir mal rein. Dann reduziere ich jetzt mal das da um 1. Dann dich, dich und dich. Eins hier runter. Und eins wieder drauf. So, wir bauen jetzt hier tatsächlich unser weiterentwickeltes Panzerli. Jetzt seht mal zu, dass ihr hier euren Job macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie tun, was sie sollen. Also sie kommen jetzt hier zusammen, ne? Aber... Ah doch, sie tun es. Jetzt fangen sie endlich an, damit hier sich zusammenzulegen. Aber ich muss es ihnen immer wieder aufs Neue befehlen.
Jetzt sind es nur noch 26, das ist ja praktisch. Weil ich will sie nachher dann quasi ihm jetzt hier noch geben. Aber sie werden noch trainiert werden müssen. 25. Sind ganz schön beschäftigt. Aber wir überbrücken das halt einfach quasi. Die Tatsache, dass er jetzt hier demnächst loslegt mit dieser Aktion hier. Ein paar von denen... Nee, ich glaube tatsächlich, dass einer zu viel jetzt hier ist. Dann schmeiße ich jetzt einfach einen Trupp raus. So, tschüss. Und ihr trainiert nun an dieser Position. Wir bekommen die Gelegenheit, unsere Konvoi-Abfangen-Aktion zu verstärken. Ich mache das zwar gar nicht, aber vielleicht werde ich es noch tun. Okay. Fangen wir mal an mit der Funkortung. Ist eigentlich dafür, dass es eine so wichtige Methode im Zweiten Weltkrieg war, bin ich überrascht, dass es hier so wenig eine Rolle spielt. Also, dass es halt auch so gut ohne möglich ist. Der Nachschub hier ist eine Katastrophe. Lasst uns das ändern. Irgendwo hingehen, wo der Nachschub besser ist. Muss ja nicht sein. Okay, Freunde. Wir sind kurz davor. Wir sind kurz davor. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt geht es nur noch darum. Und ob das klappt. Ich sage jetzt denen hier schon mal, ihr könnt schon mal hierher kommen. Ein Tag noch. Es geht los. Um Gottes Willen, es geht los. Ganz im Ernst, das sind so diese Momente, wo ich gar nicht damit rechne, dass es wirklich losgeht. Warum sehe ich meine Truppen jetzt nicht? Ich will, dass das hier aufgehoben wird, diese Position. Jetzt endlich habe ich sie getroffen. Alle dahin. Ja, sie sind auf dem Weg. Sie tuckern. Oh Gott, Gott. Wie stark sind die USA? Wahrscheinlich saustark. Oh, geht eigentlich. Ich hätte schon mit so 500 Divisionen gerechnet oder sowas in der Art. Aber das ist zum Glück nicht eingetreten. Bin gespannt, ob die überhaupt diese Gebiete jetzt hier verteidigen. Sie sind fast da. Kommt es zu Gefechten? Nee, sieht nicht so aus. Die Gebiete werden nicht verteidigt. Wir sind drin. Völlig überraschend sind wir drin. So, ihr marschiert jetzt schon mal da runter mit einem Teil. Ein Teil geht dahin. Die landen jetzt hier an. Und ihr geht direkt da runter. Da sehen wir übrigens so ein schwimmender Hafen.
Es wird hier Labrador genommen. Im schlimmsten Falle muss ich halt ganz oft anlanden bei den USA, um hier ja, Fuß auf den Boden zu bekommen. Aber ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Okay. Was mache ich jetzt damit? Mehr U-Boote. Wir sind halt erst halb drüben, ne? Ja, und jetzt kommen natürlich die Truppen hier mit Speed of Light. Ja, wobei, die sind angekommen und wurden sofort rausgeboxt. Hier auch die Kanadier. Das ist gut. Was machen meine Fliegerchen? Die können hier nicht wirken. Ich werde hier ganz dringend einen Flughafen brauchen. Kann ich aber momentan noch nicht bauen. Weil ich glaube, ich noch keinen Hafen habe, keinen richtigen. Kommt schon, kommt schon. Es kann nicht so schwer sein, es kann nicht so lange dauern. Offensichtlich kann es das. Lustigerweise sind wir als allererstes hier drin. Da greifen sie an. Oh, wir haben es geschafft. Und jetzt macht ihr euch bitte sofort auf den Weg. Jawohl. Sie machen sich auf den Weg. Die Hälfte von euch geht noch. Achso, die müssen alle da lang. Du gehst dann noch direkt da runter. Kannst hier schon mal einsperren. Aber die Anlandung hat geklappt. Jetzt gucken wir, dass wir hier den Hafen ausbauen. Zack, weil der ist halt recht schwach. Ich kann hier immer noch keinen Flughafen bauen. Und die sind jetzt endlich da drin. Oh, Halleluja. Einer geht zurück. Das ist okay. Das ist völlig okay. Puh. Hier wäre dann auch nochmal ein Hafen. Das nächste Gebiet genommen. Jetzt pushe ich die da noch raus. Die da noch raus. Ach, da geht das gar nicht. Egal. Die Truppen sind da. Der Plan lautet, sichert... Moment. Sichert dieses Gebiet. Go. Also wir sind drin. Gibt es jetzt eine Flughafenoption? Jetzt gibt es eine Flughafenoption. Da gehe ich auch gleich auf den 10er Flughafen. Wie gesagt, die sollen das jetzt bauen, dass es knallt. Ist mir egal. Grönland brauche ich den Flughafen nicht mehr. Als nächstes machen wir das da. Das sind noch niederländische Truppen, wie ich sehe. Was man auch noch machen könnte, wäre dann noch eine Anlandung hier, um noch eine weitere Front aufzubauen. Aber erstmal müssen die sich jetzt hier gut verteilen. Okay, wir haben diese Position hier genommen. Das sind auch schon US-amerikanische Truppen. Die haben schon wieder meine Chiffre.
Ja, aber so leicht kriegen sie uns jetzt hier nicht mehr raus. Nach meiner persönlichen Erfahrung, wenn du einmal so drin stehst, ist es schwer. Da noch was dagegen zu machen. Vor allem mit meiner Defensivtruppe hier. Hier kann ich ja nichts mehr machen, da kann ich auch nichts mehr machen. Wir könnten das jetzt hier nochmal verbessern, dass wir uns noch besser eingraben können. Zack, zack. Noch mehr Eisen können wir rauskitzeln. Mehr Kriegspropaganda jetzt gegen Kanada. Genau. Gegen Kanada. Ach stimmt, hier kann man gar nicht rüber. Da muss ich auch anlanden. Unsere Pushes wirken. Auch die USA haben jetzt... Ich bin der Meinung, dass die KI da einen Fehler mitmacht, aber... Wer bin ich schon, das zu beurteilen? So, auf 3 direkt. So. Direkt auf 3. Die müssen jetzt auch ganz nach oben. 1, 2, 3. Das sind die wichtigsten. Also das hier sind jetzt die wichtigsten Sachen, die wir bauen. Neben weiteren Infrastrukturverbesserungen natürlich. Ja. So, ich kann auch jetzt Atomreaktoren bauen. Da komme ich nicht hin. Aber ich muss mit euch jetzt hier auch in dieser Richtung gar nichts mehr tun. Denn das übernimmt ja jetzt der Kollege. Der nächste Angriff wird dieser hier sein. Ich hoffe jetzt bloß, dass das jetzt hier nicht irgendwie dann doch noch hier so ein Schlenker da rein ist, so wie das hier aussieht. Das wäre ja mal der Abfuck. Und würde auch wenig Sinn ergeben. Die warten hier schon mit der absoluten Elite, aber vorher will ich natürlich jetzt hier diese Position gesichert haben, ne? Ich habe vor, jetzt hier mehrere Gebiete jetzt hier unter Angriff zu nehmen. Und nicht alles an einem Ort zu konzentrieren, das wäre auch schlecht für die Versorgungslage insgesamt. Das sind Mexikaner, nicht zu verwechseln mit den Italienern. Es ist März 45. Und die Situation ist eine ganz andere. Ich kann ja schon direkt sagen, ihr könnt angreifen, wenn ihr wollt. Das hier ist dann halt noch das Einfallstor in dieses Gebiet hier noch, zusätzlich, um weitere Fronten zu eröffnen. Sieht gut aus. Auch hier sieht es gut aus. Hier ziehen sich ein paar Sherman-Panzer zurück. Ey, nach wie vor halt hier einfach eine mega krasse Widerstandsproblematik, ne? Ah, und das ist halt auch der Grund, warum ich diesen Finno-Ugra-Fokus eine Katastrophe finde. Weil, ihr erinnert euch vielleicht, wie lange wir diese Gebiete jetzt hier schon erobert haben. Jetzt schauen wir uns mal den Widerstand an, ne? Der ist zwar auf 0, aber der Gehorsam... Okay, er wäre jetzt sogar schon... Okay, jetzt hätten wir Finno-Ugra. Aber ihr seht, ne, es wäre halt 44, 45 gewesen. Und das sind halt die Probleme. So, Nachtsicht. Komm, ich hol mir noch das letzte hier, was soll's. Aber es dauert halt echt ewig, de facto bis zum Schluss. Bis man dann endlich das Finno-Ugra-Gedöns hinter sich hat.
Komm, ich will, dass sie aggressiv pusht. Bevor noch mehr Verstärkung kommt. Da sind nur noch ein paar Tage. Da sind Minen. Unsere Feinde haben 73 Minen hier ausgebracht. Was für eine Unverschämtheit. Oh, ich kann das da oben noch gar nicht machen. Ich brauche dafür da oben noch... Aha. Da kommen meine U-Boote nicht hin. Reicht die Reichweite nicht. Ich gehe auf Nummer sicher und werde es versuchen, ne, hier die Seehoheit herzustellen. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt gerade gar nichts geht. Aber was soll's? Oh, hier scheinen wir Push-Probleme zu haben. Hier klappt's jetzt wieder. Nee, ich sag wieder normal, nicht mehr aggressiv. Auch wenn wir jetzt hier, so wie es aussieht, Erfolg haben könnten. Nee, wir haben keinen Erfolg. Jetzt haben sie die Position zu sehr gesichert und ich muss anfangen innezuhalten. Maximaler Planungsbonus nochmal rausgekitzelt. Es stehen halt echt eine Menge Truppen da, ne? Das Spiel kann sich nicht entscheiden, ob das was wird. So, wieder Unterdrückungsfeuer. Unterdrückungsfeuer ist für uns manchmal echt der Gamechanger. Geschafft. Geschafft. Wie viele Artillerien habe ich eigentlich? Ich habe 34.000 Artillerien. Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich die jetzt hier nicht eventuell umbaue in mein Artilleriekommando, also in das da. Wobei ich auch dafür, komm, da nehme ich jetzt eine Logistikkompanie mit rein. Nehme Feldlazarett mit rein. Und ein bisschen Luftunterstützung wäre auch nicht schlecht. So, zack. Das wäre es jetzt hier. Meine ganz normale Truppe hier. Sobald die jetzt halt hier ready sind, ne? Hier macht der Feind einen Push, der mir nicht gefällt. Wir wurden hier zurückgeschlagen, wie man übrigens sieht, ne? Ist jetzt ein ewiges Hin und Her. Chance auf Fliegerass. Ne, ich möchte ja das hier nehmen. Das Lustige ist, wir boxen die halt auch instant wieder zurück. Ich kriege keine Seehoheit, ne? Das ist das Problem. Solange diese Minen da sind, gibt es keine Seehoheit. Die bauen immer mehr Minen hier rein. Das finde ich jetzt echt clever und gemein. Ihr müsst da jetzt die wieder rausboxen. Nicht, dass sie uns hier wieder durchtrennen. Also ihr solltet jetzt hier nicht mehr angreifen. Ihr sollt einfach nur die Position jetzt versuchen zu halten. Sie dürfen uns nicht rausboxen, sonst war's das. Leider machen sie ihren Job gerade extrem gut. Schon einige Panzer, wie ich jetzt hier gerade sehe.
Ich warte noch. Auf den hatte ich gewartet, genau. Wo ist es denn? Da ist es. Den kann man übrigens auch verbessern. Zuverlässigkeit. So. Dann produzieren wir jetzt auch mal ein bisschen Panzergrenadiersgedöns. Ich brauche nicht mehr so viele Flaks, davon habe ich echt genügend. So, jetzt versuchen wir einfach hier die Position zu halten, währenddessen wir jetzt hier erstmal unseren Brückenkopf etablieren. Hier schaffen wir einfach keine Anlandung. Was ist, wenn ich es einfach andersrum mache? Wenn ich nur sage... Nur hier. Keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Wir werden es einfach ausprobieren. Was sagt der Nachschub? Der Nachschub sagt immer noch, ich kenne dich nicht. Also wir haben auf jeden Fall die Eisenbahnlinien geschaffen, aber ihr seht, na, hier sind wir erst halb durch bei Quebec. Und mehr als das kann ich gar nicht machen. Probieren wir auch mal zu bauen, um ein bisschen mehr Aufklärung zu bekommen. Das wäre so wichtig, wenn das jetzt hier hinhaut. Aber das ist halt erst fertig am 18. August, also in über einem Monat. Flugzeuge kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal hier aufnehmen. Die jetzt hier schon mal für mich die Lufthoheit mit erkämpfen sollen. Und das sieht nicht so aus, als ob hier auch nur ansatzweise eine Chance. Boah! Die haben 1700 Flieger hier in der Luft. Tja, welcome to the USA, ne? Kann man dazu nur sagen. Das wird nicht einfach werden, Leute. Ich sag's euch. Ich weiß gar nicht, ob das, solange die Deutschen nicht mitmachen und versuchen hier irgendwo anzulanden, überhaupt möglich ist. Eieieiei. Wie viele Panzer haben wir denn schon? 950. Das reicht halt nirgendwo hin. Das reicht nirgendwo hin. Auf jeden Fall baut sich, ja doch, unsere Organisation baut sich hier langsam aber sicher auf. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht, wie sie das machen, aber es scheint ein bisschen Progress zu geben, was das angeht. Hier gibt es immer noch ein Problem mit der Versorgung. Das liegt aber daran, dass da hier, glaube ich, einfach zu viele aufeinander sitzen. Ich bin gespannt, ob das jetzt gleich hinhaut. Vielleicht lag es auch an dem hier. Ich probiere einfach das jetzt mal, ne? Wenn ich die Seehoheit nicht hinbekomme, vielleicht lieber so rum. Ich meine, irgendwo wird der Angriff glücken können. Die Frage ist bloß, wo? 5 Tage noch. Das schauen wir uns noch an in dieser Folge, liebe Leute, dass wir wissen, auf was wir uns beim nächsten Mal einstellen können.
Ich könnte noch mehr Eisen rauskitzeln aus diesen ganzen Sachen, was mir gefällt. Ich hätte gerne bei meinen Schiffen ja den Schiffskonstrukteur jetzt hier drin, auch wenn ich da wahrscheinlich nicht mehr so viel machen werde. Bei den Flugzeugen gehe ich auf leichte Flugzeuge. Machen wir jetzt einen Jäger. Auf der anderen Seite, Jäger würde ich in absehbarer Zeit auch noch erforschen müssen. Und er kann es nicht. Okay, es wird ein Problem bleiben, was wir jetzt hier gerade eben haben. Ne? Die Minen verhindern hier, so wie es aussieht, einfach mal alles. Ich habe keine Minenräumung. Wir sehen, Minenräumung spielt deswegen jetzt hier eine gehörig wichtige Rolle. Haben sie hier Minen ausgelegt? Hier haben sie keine Minen ausgelegt. Vielleicht probieren wir es von da aus lieber da anzulanden. Wäre so mein nächster Plan, Leute. Kommen meine Schiffe da hin? Sie kommen da nicht hin. Dann müssen wir vielleicht erst da oben noch was uns holen. Dann soll das der Plan sein, Leute. Wir holen uns jetzt da oben noch dieses Kanada. Beim nächsten Mal. Und dann werden wir da drüben. Hier kann ich halt nichts bauen, ne? Also von da aus müsste es dann gehen, dass ich dann hier meine Flottenunterstützung bekomme. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Beim nächsten Mal haben wir dann auch hier die Versorgung hoffentlich verbessert, damit wir hier safe stehen. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss, Nadine.